Cherry Boy. Was gibt's? Was war es? Ein Schaf oder was? Es war ein Lama. Wie stehen deine Eltern jetzt da? Ich habe Informationen über den Mord, der letzte Nacht verübt wurde. Was für ein Mord? Wie viele Morde hattet ihr denn in den letzten 24 Stunden? Ja, kommen Sie doch her und finden Sie es raus. Leider habe ich meine Handschellen nicht mitgebracht. Das wird deiner Mami ganz bestimmt nicht gefallen. Gibt's heute Abend eine wichtige Besprechung mit einem Typen vom FBI. Diese Männer sind höchst gefährlich, dass sich Kokain im Wert von fast 500 Millionen Dollar an Bord befinden könnte. Ja, Sergeant. Ich dachte, nur Schwarze würden mit Drogen dealen. Und Mexikaner. Bitten Sie den Mann um Entschuldigung. Wofür soll ich mich entschuldigen? Für Ihre rassistischen Bemerkungen etwa. Ich bin Ihre. Rassismus ist Teil meiner Kultur. War doch bloß ein Spaß. Hab's nicht so gemeint. Ich dachte, wir fangen damit an, in der Nachbarschaft rumzufragen. Ganz schön frisch da draußen. Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Wir? Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Auch wenn hier Gälisch gesprochen wird. Haben Sie das in Langley nicht gelernt? Guten Tag, Sir. Sir? Weil in Langley die CIA sitzt, Sie Idiot, nicht das FBI. Ich weiß nicht, ob Sie völlig hohl in der Birne sind oder ob Sie einfach bloß so tun. Alles in Ordnung? Ich trinke Kopfschmerzen und Milchshakes. Sehen Sie, die sind hier. Schon mal angeschossen worden? Ja. Tut das weh? Sind Sie in den Slums aufgewachsen? Nein, ich bin nicht in den Slums aufgewachsen. Aber ich komme aus einer sehr privilegierten Familie. Sommer in den Hamptons, Skilaufen in Aspen. Ich dachte, Schwarze können gar nicht Skilaufen. Oder war das Schwimmen?